Okay, das sieht schon deutlich schwieriger aus. Ich wette mit euch, dass man das lieber so machen sollte. Oder auch nicht. Das war doch nicht so klug. Das möchte ich doch wieder. Scheiße, nein, das war doof, das war doof. Oh, 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 so denken. Huh, das war knapp. Hoho. Okay, okay. Scheiße. Das ist doof. Also. Hm? Scheiße. Doof, doof, doof von mir. Das war echt dumm. Das war echt dumm. Nochmal versuchen. Ach, scheiße. Da muss ich mir was selbst an. Okay, dann mache ich das gleich weiter. Wir sehen uns gleich. Sollte, da bin ich wieder. Mache ich selbst 3 nochmal. Ich will nämlich alles komplett abschließen. Okay. Wenn es wieder nicht klappt, dann weiß ich noch von vorne. Okay. Nächste Stage. Stage 3. Okay. Also diesmal werde ich mich ein bisschen beeilen. So. Und dann habe ich die schon mal gemacht. Ach doch, haben wir schon mal gemacht. Gut, dann sehen wir uns gleich bei Stage 3, bei Stage 4 mal. So, ich bin mir doch nicht mehr ganz sicher, ob wir das schon mal gemacht haben. Auf jeden Fall seht ihr jetzt, wie es gelöst wird mit Perfekt und gut. Ich war mir gar nicht sicher, ob ich das schon mal mit euch gemacht habe eben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt jetzt Stage 4. Bringt 24.000. Wow, 24.000 ein. Okay. Also Stage 4 jetzt. Okay. So. Ach. Also ich weiß nicht, ob ihr 8-Bit-Musik mögt wie ich. Auf jeden Fall, ich liebe sie. So. Ich will mir hier nichts verbauen erstmal. Ich muss erstmal mir einen Weg bauen. So. Dann will ich mir hier ganz wieder was frei machen. Das muss ich aufpassen. Das muss ich mir eigentlich. Das muss ich mich eigentlich ein bisschen beeilen. Die ganzen Sachen hole ich jetzt da raus. Komm, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, denn das Wasser verrinnt schnell, wie man sieht. Okay. Das heißt, Beeilung, Beeilung. So. Kommst jetzt dahin. So. Kommst jetzt hier, das muss ich gleich wieder umordnen. Es wird wieder eng. Scheiße, scheiße, scheiße. Ob ich das noch packe? Ja, es wird jetzt richtig eng. Obwohl, nee, das müsste ich schaffen. Locker. So. Jetzt doch nach oben. Nach oben. Scheiße, oh, es wird doch nochmal eng. Nein. Scheiße. Beeilung. Beeilung, Travis. Nein, falsch rum. So. Okay. Komm, schnell. Jetzt muss ich schon wieder umordnen. Das ist doch ein Kack hier. Gut, einen kann ich noch setzen. Habe ich wieder ein bisschen Zeit. Das war jetzt doof. Jetzt komme ich nämlich nicht mehr raus. Fuck, ich hab da oben noch sowieso einen vergessen. Scheiße. Ich pack's nicht mehr. Doof. Scheiße. Ich komme nicht mehr raus. Was mache ich denn jetzt? Ja. Ja. Scheiße. Ja. Also, ich werde es dann nochmal versuchen und wir sehen uns dann gleich wieder bei Stage 4. Mann, ich bin so doof. So, da bin ich wieder. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, und jetzt nochmal auf zu Stage 4. Und hoffentlich schaffe ich die zeitig, damit ich endlich mal Kohle verdiene hier. Okay, und zack. So, das werde ich erstmal direkt mal dahin tun. Die werde ich mir schnappen. So. Okay, okay, okay. Jetzt geht das dann dahin, dann dahin. Ich werde den einfach mal hier hin tun. Erstmal, um ein bisschen Platz zu schaffen, den kleinen Freiraum, den ich hier noch habe. So, jetzt werde ich die Sachen hier erstmal wieder rauspumpen.
den Platz, den ich habe. So. Diesmal habe ich jetzt nichts vergessen. Das ist gut. Na komm. So, und jetzt werde ich hier wieder alles schon mal ein bisschen verlegen, damit ich ein bisschen Platz behalte. Jetzt habe ich auch wirklich viel Zeit. So, komm hier mal. Okay, okay, okay. Und so, ich habe jetzt mal die Sache heraus, dann kann ich das Ding erstmal umstellen. Da habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. So. Dich brauche ich gleich. Aber die Sachen kommt schon mal raus. Kommst da hin. So. Du kommst jetzt mal hier hin. So. Gut. Dann kommt die da Mitte noch da. So, Moment. Bevor ich mich gleich verbaue. Ja, ich komme noch ran, okay. Gut. Jetzt habe ich wieder sehr viel Zeit. Die werde ich wahrscheinlich auch brauchen. Na komm. Ja, tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen leise bin, aber ich muss gerade echt überlegen und nachdenken. Und dafür, das kann man am besten, wenn man leise ist. Ist eigentlich normalerweise nicht mein Stil. Normalerweise rede ich ja die ganze Zeit hin und her, hin und her, hin und her. Aber gerade muss ich echt überlegen, wie ich meine Sachen mache. Okay. Du kommst jetzt hier. Du kommst dahin. Okay. Dann haben wir, okay, jetzt sind wir eigentlich schon auf einem guten Dampfer. Kommt erstmal alle dahin. Ich brauche jetzt erstmal wieder ein paar Ecken und die kommt erstmal alle da raus, damit ich euch frei verfügen kann. So, mit dem werde ich dann wieder umdrehen. Okay, dann habe ich alles. Sehr, sehr schön. Okay, kommt das mal hier hin. Das wird gleich Kohle geben, hoffe ich zumindest. Erstmal da hinten machen, sonst komme ich gleich nicht mehr an die vorderen ran. Genau. Da kann ich da oben noch verlängern. Das ist cool, da kann ich den hier so stehen lassen. Das spart ein bisschen Zeit. Und jetzt haben wir auch Stage 4 geschafft. Ist das nicht wunderbar? Okay. Ja, ich hoffe, das gibt Kohle. Eine Stage 5 wird es hoffentlich nicht geben. Hoffe ich wirklich. Denn ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht, bis ich das endlich geschafft habe. Okay, 10.500. Bonus 17. Wow. Wow, das gibt echt Kohle. Geil. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt habe. Aber hoffentlich genug. Sie, mein Herr, Sie sind ein J unter den Klempnern. Ich setze deinen Arsch auf die Kurzwahl. Wunderbar. Okay. Ja, dann haben wir jetzt ein bisschen was geholt. Dann werden wir dafür jetzt erstmal bei Naomi was kaufen. Nämlich ein neues Schwert. Denn die Blueberry, die will ich nicht haben. Ehrlich gesagt. Gut. Komm mal hinne. Dann kaufen wir jetzt gleich ein neues Schwert. Dann gehen wir trainieren und dann werde ich offscreen die Sachen kaufen. Denn das kostet Zeit und ihr habt die Sachen gesehen. Hör auf mich so anzuglotzen. Ich weiß, was du denkst. Und nein. Okay. Waffe 50.000. Wir haben mehr als genug Kohle gesammelt. Okay. Dann... Moment. Was heißt denn jetzt... Okay, rot ist ja. Dann kaufen wir uns jetzt die Camellia MK3. Die haben wir jetzt gekauft. Das ist gut. Weißt du, du bist viel süßer, wenn du Geld hast. Ja, die Frau ist kaufbar.
Drücke im Kampf 2, um zwischen verschiedenen Waffen zu wechseln. Ja. Das ist total geil. Denn normalerweise muss man vor einem, ja, bevor man zu einem Bosskampf geht, muss man sich eine Waffe auswählen. Das war logischerweise immer das Tsubaki MK3. Aber man konnte, wenn man möchte, die Sachen rotieren, also Sachen wechseln. Aber das ist nicht nötig hier. Okay. Dann gehen wir jetzt trainieren. Und das ist nicht einfach, wie gesagt. Eins ist relativ einfach, das andere ist schwer. Man muss halt ein gutes Timing für haben und dafür muss man sich ein bisschen einspielen. Gut, dann machen wir mal. Ernst? Du willst nicht mal eine Pause einschieben? Du bist doch schon total aufgepoppt. Gut, mach mal Muskel. Wenn das ist, was ich denke. Bist du bereit? Ja. Willst du mit mir trainieren? A-Knopf ist schlagen, B ist treten. Okay, das ist doch das Schwierigere. Okay. Duck dich mit dem Kontrollstick. Okay, los geht's. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist nicht einfach, wie gesagt. Okay. Eins. Zwei. Wow, das muss man echt timen. Das muss ich kicken. Passt. 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 Ducken. Eins, zwei, drei. Treten, ducken. Hauen, treten, treten, ducken. Oh, es war knapp. Okay, der ist nämlich immer schwierig. Der letzte, der wirbelt herum, da muss man direkt reagieren. Angriffskraft erhöht. Okay. Gute Arbeit. Füllst den Adrenalinrausch. Komm bald wieder, okay? Ich will dich aufpumpen. Gut. Mach direkt das nächste. Wenn das nicht der heiße Travis ist, zurück für ein Workout. Worauf soll man denn diesmal konzentrieren? Ausdauer. Gut. Bist du bereit? Natürlich. Okay. Bleib in Form und nutze das Laufband. Drücke abwechselnd den B-Knopf und Z-Knopf zum Rennen. Okay, B-Knopf und Z-Knopf zum Rennen. Okay. Alles klar. Enttäusch mich nicht. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ah, verstehe. Jetzt muss ich in andere Richtung drücken und Z und B drücken. Immer nacheinander. Okay. Darf ich nicht verarschen lassen. Am besten bleibt man immer in der Mitte. Wenn man zu weit läuft, dann kann man eventuell, wenn man... Ja, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Genau das nehme ich. Okay, und zeitlich haben wir es gepackt. Und Herzchen, 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 Herzchen. Okay. Maximale Energie hat sich erhöht. Gute Arbeit. Führst den Adrenalinrausch. Komm bald wieder, okay? Ich will dich aufpumpen. Gut. Da haben wir es jetzt auch gepackt oder gibt es jetzt schon was Neues? Okay. Schon sexy, dass du die Schwächen zeigst. Aber du bist besser, auf dich aufpassen. Komm bald wieder, okay? Ich will dich aufpumpen. Okay, das ist wahrscheinlich jetzt dein Lieblingssatz. Den werde ich wahrscheinlich so öfter sagen müssen. Komm bald wieder, ich will dich aufpumpen. Aber den werde ich jetzt, glaube ich, jedes Mal sagen. Es wird, glaube ich, jetzt ein Running Gag. Okay, dann haben wir das jetzt auch gepackt. Dann werde ich jetzt offscreen kaufen, dann sehen wir gleich bei Burger Suplex. Bis gleich. So, wir haben jetzt angekauft und sind jetzt vollkommen ausgestattet. Dann gehen wir jetzt mal zu Burger Suplex und treffen unsere gute alte Freundin Sylvia Crystal. So, da ist Burger Suplex. Und es wird eine ordentliche Anleitung gegeben, was denn sich in diesen 3 Jahren, wo Travis weg war, passiert ist. Die alte Limo von damals, Sieht immer noch so klasse aus wie damals. Auch hier Brustanimation. Sylvia, I want to make a deal. I'll conquer the rankings. Fight whoever it takes. And in return, you find me the assholes. Kill Bishop.
Calm down. You shouldn't make this personal. It is the quickest way to lose a battle. This isn't a battle anymore. It's a motherfucking war. Fine. It makes no difference here. Ui. The mastermind behind Bishop's death is the owner of Pizza Bat. Pizza Bat. Most of the city? He is the head of the corporation that runs it all. Jasper Bat Jr. And as fate would have it, he is also the number one assassin. You better not be lying. It is a fact. The object of your revenge is waiting at the top of the ranks. Wonderfully convenient, don't you think? Sure is. There's a new hotel on the beach. The 50th ranked assassin is waiting for you there. By the way, Bat Jr. owns that hotel, too. He really is everywhere, huh? Better hurry. There are 50 other fighters trying to kill him. You have no time to waste. Just sit back, Sylvia. And watch the hell I'm gonna raise. Also, ihr habt gehört, Pizza Bat oder Bat. Ach, scheiße. He was the leader of a religious cult. Taking advantage of people's sorrows, he used his music to lure followers. He spoke of a grand faith, but his words were hollow. It was all to satisfy his own goal. He'd only found success because of strong financial support from the new mafia, who used his pulpit to gain support for their own agenda. Many believed he was just a tool of an up-and-coming gangster. But the real goal that drove him? That's a secret. So, okay. Somit wurde eben der nächste, Nummer 50 beschrieben im ranglichsten Kampf. Das Ganze befindet sich am Resort Hotel, ist nicht so weit weg. Ich würde noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Pizza Bat oder Pizza Bat. Das kennen wir aus Teil 1. Da hatten wir nämlich drei Aufträge gehabt. Drei Auftragsmorde. Die hießen, wir müssen immer den CEO von Pizza Bat killen. Das war dreimal und diese drei Leute, die sind halt verwandt mit Jasper Bat Jr. Okay, mehr werde ich nicht spoilern. Der Spoiler war jetzt auch nicht so groß. Okay, Leute, dann geht's los. Auf zum Ranglistenkampf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier den Kampf kürzen werde. Die Episode kürzen werde. Ich glaube, ich werde dann hier... Nee, ich werde hier diesen Part beenden. Ich bin so böse. Ich werde hier diesen Part beenden, auch wenn er kurz ist. Und dann der nächste Part beginnt dann im Resort Hotel. Leute, bis dann. Wenn es wieder heißt No More Heroes bei Level 4. Bis dann.